Hallo Leute. Oh Gott. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich packe mir jetzt meinen E-Scooter und fahre hier zum Praktikum. Ich nehme euch nämlich ein paar Tage heute mit. Meine Haare nerven mich aber jetzt schon, weil diese Kackjacke wirklich, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich hasse sie, weil sie macht meine Haare so elektrisch. Egal Leute, ich fahre jetzt los. Und ja, wie gesagt, heute ist mein vorletzter Praktikumstag. Ich nehme euch ein bisschen mit. Leute, ich bin jetzt da. Ich sitze jetzt hier auf meinem E-Scooter. Und ich warte jetzt, bis Manchala kommt. Und mal gucken, was wir heute machen müssen. Ob wir selber trainieren können oder so. Hier ist gerade auf jeden Fall keiner. Aber da ist mein Gym. Es ist gerade voll unangenehm, hier zu filmen. Aber hier ist gerade keiner. Deswegen nutze ich die Chance. Ja, und jetzt warte ich auf Manchala. Die läuft nämlich hier gerade hin. Mal gucken, ob die mir geschrieben hat. Achso, die ist gerade beim Sushi-Laden. Ja, da dauert ja dann noch ein bisschen, ne? Ich bin da, Leute. Ich bin im Gym. Und ihr macht ja, mein Block ist wieder nass geworden, ne? Mein Block ist zum zweiten Mal nass geworden. Hier, guck. Alles nass. Oh, warum? Wegen meiner Wasserflasche. So, unser richtiger Praktikumsmann ist nicht da, deswegen sind wir jetzt mit einem anderen und ich wette, wir sind in einer Stunde hier fertig. Wir müssen bestimmt irgendwas saugen und dann selber trainieren. Und dann können wir gehen. Deswegen wird es heute keine lange Sitzung hier. So Leute, wir sind jetzt hier mit Manchala. Manchala sitzt da auf dem Stuhl. Und wir müssen jetzt Kündigungen und Verträge einsortieren. In den Computer scannen irgendwas und das machen wir jetzt. Und dann, glaube ich, sind wir auch schon fertig. Dann sagt er bestimmt, wir können trainieren gehen oder so. Matilda und ich haben heute nicht so viel Lust. So, das war gerade nämlich eine kleine unangenehme Situation. Und ja, ich hoffe, wir sind jetzt schnell fertig, damit wir auch schnell gehen können. Ja, genau, weil unsere Laune ist heute jetzt nicht so perfekt, ne? So, Freunde, wir müssen jetzt die Sachen in einen Ordner sortieren. Oh. Und dann, glaube ich, sind wir schon fertig. Heute trainiere ich nicht. Und ja, dann kann ich danach auch wieder gehen. Leute, wir sind, wo war der? Bestimmt hier unten. Leute, wir sind fertig mit dem Einsortieren. So, die letzte Sache, die wir machen müssen, ist einkaufen gehen für die Putzfrau. Ja, ich hole mir, glaube ich, auch was. Weil ich wollte mir zu Hause, boah, diese Musik ist ja, gibt mir auch echt den Rest, ne? Ich wollte mir zu Hause eigentlich Haferflocken machen, aber ich habe auch irgendwie Bock auf ein belegtes Brötchen vom Bäcker. Kann man da mit Karte bezahlen? Ja, ne? Ich glaube sogar schon. Ja, da hole ich mir dann belegtes Brötchen und jetzt gehen wir einkaufen. Oh. Und ich sehe heute aus wie so ein Marshmallow. Wir nehmen jetzt einen Glasreiniger. Was ist das? Nein, ist das ein Streifen? Oh, das ist auch für Glas. Hier ist auch Glasreiniger. Sollen wir einfach den hier nehmen? Warte mal, viel. Oder den, diesen. Hier. Ja, lass einfach das, wie wir das nennen. Glasreiniger. Dann. Bartreiniger auch noch, ne? Was ist Bartreiniger? Wir haben Glasreiniger, jetzt suchen wir Bartreiniger und wir wissen beide nicht, wo das hier sein soll. Und jetzt Bartreiniger haben wir gefunden, lol. Und jetzt Mülltüten, ne? Nur noch. Warte. Also Bartreiniger, Glasreiniger, grüne Mülltüten und jetzt noch braune, aber kleine. Nee, braune große. Braune große? Ja. Fertig, lol. Ich bin wieder zu Hause. Machen wir mal das Fenster auf. Ich war heute nach dem Praktikum nicht trainieren, weil heute ist nicht mein Trainingstag. Wie gesagt, ich trainiere nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Deswegen war ich heute nicht trainieren und wir mussten einfach ein paar Verträge scannen in den Computer und sowas, Kündigungen und dann einkaufen gehen für die Putzfrau. Habt ihr alles gesehen und jetzt bin ich zu Hause. Wir waren insgesamt, ich weiß nicht, eine Stunde da. Ja, eine Stunde. Ja. Ich mache halt in meinem Fitnessstudio Praktikum. Ich kann euch nochmal in meinem nächsten Vlog erzählen, wie es dann alles war. Ja. Und jetzt habe ich mir hier diese fette Flasche gemacht. Und oh. Scheißendreck. Und ich esse jetzt Spaghetti, also Nudeln mit Bolognese. Und jetzt setze ich mich kurz hin.
gucke ein bisschen YouTube, während ich esse. Und dann räume ich auf jeden Fall ein bisschen mein Zimmer auf. Auf jeden Fall ist auch heute wieder so schönes Wetter. Gehe ich vielleicht gleich nochmal mit Odin spazieren. Und heute Abend gehe ich dann auch nochmal was machen. Ja. By the way, Leute. Ich zeige euch mal. Ich habe mir ein neues Charm geholt. Und zwar das hier. Das ist mit meinem Geburtsstein. Also Januar hat so ein rötlichen und... Oh, wartet. Ich finde es wirklich so etwas so schön. Es ist 17.46 Uhr und in ein bisschen mehr als einer Stunde gehe ich raus und ich mache mich jetzt fertig. Ich habe diese Morphe-Palette bekommen zum Geburtstag von Marcella und ich habe sie noch nicht benutzt. So sieht die aus. Und ich dachte mir, ich benutze sie heute und mache dabei so ein Get Ready With Me auf TikTok. Und ja, was ich anziehe, weiß ich auch noch nicht. Wie ihr seht, es ist einfach immer noch hell. Okay, es ist auch erst 18 Uhr, aber momentan bleibt es ja so lange so hell und ich liebe es. Das, boah, ignoriert bitte mein Zimmer, wäre mein Outfit, der Mantel mit einer Leggings und halt, also ich zeig's euch. Einfach so, aber sieht man ja nicht, deswegen so. Aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht, also wartet mal. Ja. Ich weiß nicht. Heute Freitag. Es ist 8 Uhr. Und bitte fragt mich nicht, was das für ein Alien da auf meiner Stirn ist. Auf jeden Fall. Der Staubsauger. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zum Gym, trainiere und mache mein Praktikum. Und das ist dann heute auch der letzte Tag. Und dann habe ich Ferien. Leute, schaut euch mal an, was der Odin bekam. Oh, und hier sind noch Brötchen. Odin! Hier, halt! Ah! Und wir rein! Schön, Odin! Komm, und rein! Hier rein! Oh, oh! Was ist? Wow! Wow. Oh Gott. Warum quietscht mein BH denn so? Mein BH quietscht. Wir haben 11.07 Uhr. Sieht man's? Als ich trainieren war, haben wir... Mein Gott. Hört ihr das? Egal, ignorieren wir jetzt einfach kurz. Haben wir eine Nachricht bekommen, dass ich... Also eigentlich hatte ich erst einen Termin in 2 Wochen beim Frauenarzt. Und dann... Weil ich mir war so unsicher, dass ich schon früher einen Termin haben wollte. Ey, das nervt mich ja gerade komplett. Ich mach den mal auf. Was ist das? Ah, besser. Genau. Weil, wegen so Entzündungen in der Brust und so hatte ich schon mal. Und da hatte ich das Gefühl, ich hab's nochmal. Dann wollte ich dahin und ich dachte erst, der Termin ist um 11 Uhr. Wir sind ja um 8 Uhr ins Gym gefahren. 8.30 Uhr sogar erst. Und dann hatten wir 40 Minuten, um zu trainieren. Also ich und mein Vater waren zusammen. Aber das Training war wirklich so gut. Ich spüre meine Arme nicht mehr, meinen Rücken. Ich habe jetzt schon gefühlt Muskelkater. Ich habe 3 Rückenübungen gemacht und 2 Brustübungen. War auf jeden Fall gut. Auch wenn es schnell war. Ich habe es vernünftig alles gemacht und es war sehr, sehr gut. Genau, und jetzt waren wir beim Arzt. Ist alles gut. Jetzt sind wir zurück. Ich habe mir... ein Croissant geholt und dann habe ich mir gerade Essen gemacht. Ich habe mir ein Käsebrötchen geholt und ein normales Brötchen mit Frischkäse und Salami und mit Spiegelei. Das esse ich jetzt und dann muss ich mein Zimmer auch aufräumen. Wobei, ja, alles mit der Zeit, wir haben ja erst 11 Uhr.
Miko kommt heute, aber glaube ich auch erst später, weil der halt noch trainieren geht. Und der hat ja Schule, kein Praktikum, deswegen kommt er glaube ich erst später. Aber davor muss ich halt noch duschen, aufräumen und dann gehe ich auf jeden Fall auch mit Odin spazieren. Ich bin jetzt fertig mit duschen, ich fühle mich komplett frisch. Oh, ja. Ich war baden, nicht duschen. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade irgendwie einigermaßen hören. Die Waschmaschine ist wieder am explodieren. Auf jeden Fall war ich baden. Ich habe mich rasiert, eingecremt. Ich fühle mich so frisch. Meine Haare gewaschen. Und, boah, diese, man denkt wirklich, hier wird irgendwie geschossen oder so. Das neue Red Bull. Habe ich schon mal probiert. Das trinke ich jetzt mit meinem Strohhalm. Ich liebe das Red Bull. Da steht jetzt auch noch meine andere Dose. Boah, das ist mein zweitlieblings Red Bull. Probiert es auf jeden Fall aus, wenn ihr es findet. Es schmeckt mega. Mein Fernseher geht irgendwie gerade nicht aus. Ah, jetzt. Wir haben 17 Uhr erst. Es fühlt sich an, als wäre der Tag ewig. Ich stelle euch mal ganz kurz. Boah. Ich weiß gar nicht, wo meine Spangen sind, Leute. Stellt euch mal ganz kurz hier hin. Ich mache mir nämlich kurz wieder zwei Spangen in die Haare. Wartet, ich zeig's euch gleich. So. Weil die sterben mich gerade ein bisschen, meine Haare. Deswegen mache ich so. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, den Boden gesaugt, mein Bett gemacht, neu bezogen. Ich musste nur noch das hier gleich aufräumen und ein bisschen da die Oberfläche. Und die Spiegel habe ich auch wieder geputzt und mich geschminkt, wie ihr sehen könnt. Meine Blender ist schon wieder ein bisschen weg, weil ich halt gerade bei Kaufland war. Ich habe nämlich schon zwei Sachen geholt, Sahne und Kartoffeln, weil ich morgen mit Miko koche. Wir machen Ofenkartoffeln mit Salat und geschnitzeltes. Und ja Leute, das ist mein Look. Ich finde den so schön, außer mein Lipliner ist halt ein bisschen weg. Falls ihr dazu nochmal irgendwie eine Routine wollt, schreibt mir das mal unten in die Kommentare, weil ich habe auf jeden Fall andere Produkte benutzt. Und ich lieb's wirklich. Genau, und natürlich musste ich mir wieder Red Bull holen. Und zwar zwei. Wassermelone und Kaktusfrucht, das ist ja mein Lieblings. Die haben nämlich nur 77 Cent gekostet, deswegen dachte ich mir, komm. Ja, Leute, ich habe eine kleine Sucht. Aber es ist okay. Und ja, ich chill jetzt ein bisschen, trinke mein Red Bull. Mein zweites am Tag, aber das ist nicht so schlimm. Und dann räume ich mein Zimmer weiter auf, mach das. Und dann kommt Miko. Also er geht erst gleich trainieren, aber das kann immer bei ihm dauern. Er geht immer, zwei Stunden ist er immer weg. Aber ist nicht so schlimm, denn ich habe jetzt auch Ferien. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe, aber wir haben ab heute Ferien. And I'm happy about that. Ja, muss halt auch erstmal treffen. Treffer, was sie durch. Das ist heftig. Einfach sehen. Ich kann nur nicht sagen. Ich sehe nicht. Mach rein jetzt. Also jetzt. Ich liebe dich einfach, Katie. Du bist so natürlich.
jetzt dein Gesicht nicht dann. Du siehst aus wie ein Hase. Ja, okay, gut. Es ist heute Sonntag schon, 22 Uhr. Ich war bis jetzt bei Miko, deswegen konnte ich ja heute nichts filmen. Auf jeden Fall haben wir relativ lange geschlafen. Dann haben wir heute so einen richtigen Sonntag gehabt und einfach unsere ganzen Trash-Sachen zu Ende geguckt. Und die neue Temptation-Staffel, Leute. Und ich weiß jetzt schon, das wird eine Katastrophe. Also das wird auf jeden Fall nicht gut enden. Und jetzt schminke ich mich nochmal ab. Ich habe mich zwar schon abgeschminkt, aber nochmal, falls hier irgendwelche Reste sind, einfach ein bisschen drüber gehen. Und ja, ich habe so krasse Unreinheiten bekommen. Ja, aber ihr wollt bestimmt wissen, wie ich das Gym fand, in dem wir waren. Also, ich war da jetzt das erste Mal und ich fand es echt ordentlich. Also es war groß, es war aber voll ordentlich, voll übersichtlich. Ich dachte, es wird voller da, aber das ist ja jeden Tag unterschiedlich. Da war es jetzt nicht so voll und ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht, da zu trainieren. Also die haben mehr Geräte, die haben einen Frauenbereich, die haben andere Geräte. Habt ihr ja gesehen, ich habe euch ja echt schon ein bisschen was gefilmt. Und ich finde es echt cool da. Ich kann mich da aber jetzt noch nicht anmelden, weil ich ja noch meinen Vertrag beim anderen habe. Ich gehe da auch erstmal weiter hin. Miko nimmt mich aber jetzt jedes Wochenende mit dorthin. Das kann er nämlich. Man darf nämlich am Wochenende immer eine Person mitnehmen. Und darauf freue ich mich. Wir haben Beine trainiert. Das war auf jeden Fall cool. Und ich fand es einfach für eine Abwechslung. Ich dachte erstmal, ich bin da, oder generell wäre ich da jetzt allein gewesen, wäre ich komplett lost. Aber an sich machte ich das wirklich schon sehr. Halt wie gesagt, viel größer als das, wo ich jetzt bin. Mit Abstand größer. Aber die hatten halt da einfach ein paar Geräte. Halt in einem Frauenbereich ist alles pink und so. Da war ich aber nicht trainieren, weil ich ja wie gesagt mit Miko trainiert habe. Die haben da erstmal, wenn man reinkommt, ganz viele Treppen, Laufbänder, Aufwärmzeug. Dann geht man da rein. Ist da alles richtig so in der Reihe. Das sieht echt ordentlich aus, Leute. Und ich finde das echt mega. Dann haben die da so Freihämpeln, dann die Frauenecke, dann so ein, weiß ich nicht, wie man das nennt. Habe ich auch noch nie gesehen. Und dann ein extra Bauch. Bereich. Das fand ich auch cool. Wir haben da nämlich auch Bauchübungen gemacht, Leute. Ich sah aus wie ein Frosch und Miko sah aus wie ein Hase. Also es war echt, ihr habt es ja gesehen, es sah echt verrückt aus. Aber es hat sich gelohnt. Wir beide haben so Muskelkater in unserem Bauch. Das ist nicht normal. Und generell die Umkleide, wow. Also wirklich, die hatten so schöne Spiegel da drin. So drei runde große Spiegel und die Dusche. Man denkt, man ist in so einer Villa mit so einer Marmordusche, die so offen ist. Also es war auf jeden Fall schon ein großer, großer Unterschied zu meinem Gym. Und Leute, das war's auch mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr das fandet mit den verschiedenen Eindrücken. Mit, ihr habt zum ersten Mal Miko gesehen. Hallo, wie fandet ihr es? Ja, und wie fandet ihr das mit der Musik, mit der Textart und sowas? Ich werde mir auf jeden Fall sehr viel Mühe bei diesem Vlog machen. Weil ich finde den auch irgendwie so cool. Also ich denke, dass er cool wird. Und deswegen nehme ich mir auf jeden Fall auch ein, zwei Stunden, um das gut zu schneiden. Ja, gib mir gerne Feedback und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!